Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego DC Supervillains. Wir sind hier wieder in der Halle des Schreckens, glaube ich. Warum hat Mercy den Jet ausgerechnet da oben geparkt? Wie umständlich. Ganz ruhig, Lex. Finden wir einfach einen Weg dahin, dann sind wir blitzschnell in Gorilla City. Also blitzschnell für die meisten Leute. Ja, das können wir natürlich machen. Aber wir haben hier noch goldene Steine anscheinend. Und hier war doch auch noch irgendwas, was wir mit einem Stromding machen mussten, oder nicht? Weil ich würde erstmal jetzt gerne ein paar zwischenschieben, wo wir nicht mit der Story weiter machen, sondern ein bisschen uns umgucken, weil wir haben neue Charaktere. Jedenfalls. Ein, hier war das, ne? Das wollte ich doch gar nicht. Ja, Livewire kann ich auch benutzen. Achso, wahrscheinlich einfach noch reingehen, ne? Okay, Labyrinth drehen. Okay, keine Ahnung, was das Ding mir bringt. Okay, das Ding funktioniert einfach so gar nicht, muss ich gestehen. Penner. Was kriegen wir schönes raus? Keine Ahnung. Ordnungswidrigkeiten. Okay, das heißt, eine Ordnungswidrigkeit fehlt es nur noch. Dann nehmen wir hier mal den. Obwohl wir nehmen können, Vertigo, mit dem können wir nicht fliegen. Alle werden bald meine wahre Größe kennen. Okay, und hier haben wir jetzt zwei neue goldene Steine, die ich vorhin nicht hatte. Meine ich. Eins anscheinend hier oben drauf. Warte mal, das war ein Pilz oder sowas. Müssen wir auch noch. Eine Pflanze? Meine Fresse. Kannst du. Ich steuere so zum Kotzen. Weil man kann sich halt nicht mehr umgucken. Das ist halt so beschissen. Okay, eins fehlt so. Also das war, also ganz ehrlich, dass man sich nicht mehr mit dem rechten Stick umguckt, kann, sondern hoch und runter fliegen, ist das Schlimmste. Okay. Ich hasse es hier. Hier mal solche tun. Joker oder sowas dafür nehmen. Wo mit dem Riddler können wir es auch. Das wollte ich eigentlich nicht, wollte ich den eigentlich mitnehmen. Wir brauchen zwei weitere. Okay, da sind zwei ineinander gewesen. Ja, hätte ich eigentlich nichts machen müssen, andere hätte es machen können. Muss ich einen dieser Narren dazu bringen, das zu machen? Hoffentlich habe ich das nicht laut gesagt. Ja, doch, hast du leider schon, werter Joker. Was haben wir hier eigentlich? Kid Flash. Was kostet Dr. Hugo Stranger kostet nichts, dann kaufen wir es den gleich mal. Raven. Röntgenblick? Haben wir schon welche? An Wänden klettern haben wir jemanden. Lüftungsschächte haben wir jemanden. Stangenhalterung haben wir jemanden. Spurenlesen haben wir jemanden. Telekinese haben wir noch niemanden. Das heißt, wir müssen uns einen Raven auf jeden Fall kaufen. Technikzugang haben wir. Superstärke haben wir. Schleichen haben wir. Sonarblitze haben wir. Sonar haben wir auch. Wand durchbrechen haben wir. Spiegelportal haben wir. Gedankenkontrolle haben wir. Lantern-Konstrukte. Hat er. Oh, Raven kann auch Lantern-Konstrukte. Das ist cool. Schlagschalter haben wir. Licht haben wir.
Eis haben wir, sogar zwei schon. Hitzeblitze haben wir. Hitze an sich haben wir auch. Greifhaken haben wir. Graffiti haben wir. Befehling haben wir. Gleiten verbessert. Haben wir auch. Sicherungskästen haben wir. Flug haben wir. Explosive Blitze haben wir. Sprengstoff. Meine Fresse, wie gibt's da? Elektrizität haben wir. Raven kann das auch, okay. Gut zu wissen, hätte ich mit Raven mal vorher kommen sollen. Drohne haben wir, oder? Ja. Graben haben wir. Detektivmodus haben wir. Chlorokinese. Ich glaube, das ist das Pflanzenzeug. Strahlen umlenken. Seepferdchen. Seepferdchen haben wir nicht. Das heißt, wir sollten uns hier noch den Werten hernehmen. Kaufen Beast Boy. Akrobat haben wir und dann, ja, okay, das haben wir für alles jeweils ein, das ist wichtig. Das heißt, wir können jetzt theoretisch alles machen. Ich habe schon fast gedacht, dass es irgendwie so ein Tanzmattenspiel sein wird. Keine Ahnung, warum mir jetzt gerade diese Wand gezeigt wurde. Okay, linker Stick nach oben. Erinnert mich ein bisschen an das Tanzspiel aus GTA San Andreas. Ehre! Ja, okay, und jetzt? Sollte hier so was auftauchen? Ne, so viel warte, dass wir jetzt dadurch einen goldenen Stein bekommen. Okay, erstmal Count Vertigo nehmen. Es sollte ja direkt hier an der Wand sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht Körbe werfen sollen mit Raven und Telekinese. Aber ich sehe keine Bälle dafür. Ich könnte versuchen, die Leute mitzunehmen mit dem Joker und dann das Tanzspiel einfach mit mehreren zu machen. Wie Telekinese funktioniert, weiß ich natürlich auch noch nicht. Das ist einfach ziemlich komisch alles. Weiter nach oben kann ich auch nicht, ne? Dann wäre das jetzt schon zu hoch. Wow, du hast es drauf! Hier, das will ich mit dir teilen. Das habe ich vor ein paar Tagen hier reingeschmuggelt. Okay, ist einfach nur Buggy. Das war einfach nur Buggy. Gut, danke, Spiel. Warum wird mir jetzt dieses Ding gezeigt? Dass hier irgendeine Person langläuft. Sicherlich wird es niemanden stören, wenn ich das nehme. Darren. Okay. Schön für Darren. So, eins haben wir noch irgendwie unten. Oder haben wir mehrere unten? Okay, eins hat auf der Höhe. Aber. Müssen wir dafür rein oder was? Huh. Ich denke mal ja. Können wir jetzt nämlich. Also können wir ohne Probleme einfach reinlaufen oder? Hey, willst du uns mit diesen öden Aufgaben helfen oder was? Wenn ich wieder draußen bin, besuche ich als erstes meine Mutter. Sie sagt, sie hat mir einen Pulli gestrickt. Ich freue mich schon. Ich liebe ihre Pullis. Das ist so langweilig. Das Auto sieht cool aus. Diese Strafe steht doch in keinem Verhältnis. Hat mir das nichts gebracht? Ich glaube nicht. Ja, das bringt mir was. Wahrscheinlich dann die hier auch noch. Nö. Das
müssen wir noch eine blaue finden oder wie? Das ist so langweilig. Oder kann hier überall sein? Wegen dir haben wir jetzt den Salat. Wenn ich wieder draußen bin, esse ich so viele Pfannkuchen wie möglich. Jetzt haben wir alle drei anscheinend. Oder wir hatten die auch schon vorher, ich habe es einfach nicht gesehen. Okay, ist einfach nur der Weg nach draußen oder was? Ah ne, von dem krieg ich dann den goldenen Stein. Du willst, dass ich das Tor öffne? Aber sicher, ich würde alles für dich tun. Ja, gib mal einen goldenen Stein her, Freund. Freiheit! Ach, okay, die haben sich beschwert, hey, über deren Arbeit. Ich hab etwas für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist nicht so hübsch wie du, aber trotzdem ganz nett. Danke, Freund. Was ist das? Eine neue Dekoration für meinen Garten? Eine nette Abwechslung zu den ganzen Gartenzwergen von Harley. Okay, und irgendwas ist hier drin auch noch. Ich würde mal sagen, reingehen und gucken. Die kleine Prinzessin fühlt sich auf, als ob der Laden ihr gehört. Sie hat's leicht. Zu leicht. Lass uns raus und wir teilen mit dir, was wir in ihrer Wachstation finden. Bitte was? Ganz kaum erwarten, sie in die Finger zu kriegen. Sie sieht warm und flauschig aus. Erstmal ist das schon, was wir finden. Denn Geld ist cool. Hier müssen wir schon eine Katze finden. Na, die Katze, die lang gewuselt ist. Dann würde ich sagen, erstmal nehmen wir Heatwave. Hier wird es gleich heiß werden. Machen das Ding kaputt, dann gibt es hier ein Spiegelportal. Das heißt, im Endeffekt haben wir aber alles schon fertig, weil da muss ja das Spiegelportal-Zeug sein. Okay, hier brauchen wir den Joker. Oder einen anderen, der befehligen kann. Da kann ich mit dem Joker auch durchlaufen. So, dann einmal Master Mirror. Ich kann nicht den ganzen Tag verlabern. Es gibt Arbeit zu tun. Noch eins dieser Dinge? Ich kümmere mich darum. Okay, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, was ich hier tun soll. Ja, X drücken habe ich gemacht. Ich muss das zweite auch noch machen, oder wie? Ja, okay, ich muss beide erst anmachen, ich bin verstehen. Okay, das mag er nicht. Wenn ich ihn wechsle, geht das dann? Gut, dann haben wir schon mal hier einen Weg gefunden. Da haben wir hier alles zerprügeln. In der Story sind wir hier rausgekommen, oder reingekommen besser gesagt. So, dann einmal hier den Mirror Master nehmen. Wenn sich meine Haft jedes Mal verkürzen würde, wenn ich ein Spiegelportal betrete, wäre ich immer noch hier. True. Nehmen wir mal den Joker mit. Tun uns den Boar hier raus, den ich getötet habe und der jetzt nicht mehr hier ist. Wo ist er denn? Okay, der steht jetzt hier bereit. Das heißt, jetzt müssen wir noch hier oben gucken. Dann würde ich sagen, wechsle ich hier mal kurz den Charakter und gehe auf den Mirror Master.
Ist natürlich die Frage, wo dann das zweite Portal dafür ist. Hey, was soll das denn? Ich brauche keine neue Zelle. Ah, okay, das ist so ein Hin- und Hergespringen oder was? Die kleine Prinzessin fühlt sich auf, als ob der Laden ihr gehört. Sie hat's leicht. Zu leicht. Lass uns raus und wir teilen mit dir, was wir in ihrer Wachstation finden. Ah, okay. Jetzt macht, glaube ich, gerade Klick. Ich muss immer zwei Dinge anmachen. Und dann können die da durch. Ah, okay, klar. Also, dann nehmen wir Ihmchen hier noch mit. Dann können wir das hier machen, weil wir dann ja zwei Collagen haben. Dann bauen wir da eine Brücke rüber, nehmen die beiden Collagen mit wieder. Die wir anschauen. Ne, die gehen ja selbst rüber, okay. Und du, Anna? Nein, bitte nicht sterben, ich brauche dich noch. Das mit dem Anheuern ist halt echt scheiße, weil du guckst sie an und manchmal geht es halt einfach trotzdem nicht. Okay, jetzt machen wir das Ding hier auf. Drücken jetzt B, nehmen dann die Klapperzähnchen und sprengen den bisschen in die Luft. Verbrecherleben aufzugeben. Oh Mann, sie hat an meiner Hand geleckt. Glaubt, sie mag mich. Haben wir jetzt der Katze geholfen? Danke, danke. Ich nehme das an. Im Namen aller Fehlen noch 203 goldene Steine. Hey, ich hab's geschafft. Okay, war's das jetzt hier? Eine Mimik habe ich ja nicht. Also ich glaube, die hier kann ich nicht befreien. Und ansonsten wüsste ich nicht, was ich hier noch tun soll. Okay, wir haben den goldenen Stein. Und irgendwo soll es hier anscheinend noch Prügel geben. Michael, ja super. Ja, geben wir einen Tausender. Ja, so ist doch immer weiter oben. Aber es fehlt immer noch eine Pflanze, ne? Vielleicht muss ich mich hier oben jetzt prügeln. Ja, das sieht so aus. Katana! Ich habe auf dich gewartet und jetzt gehörst du mir. Au, du hast mich nicht getroffen. Okay, ich dachte, ich kann einfach in die Fresse schlagen während das muss aber nachher so nicht. Bin ich irgendwie unstärkt mit Count Vertigo? Jetzt ist einfach nervig, wie sie da irgendwas umherwuselt. Ja, gutes Bild. Würde es niemanden stören, wenn ich das nehme. Ne, wird's doch nicht. So, da haben wir das gemacht. War noch in dem Knast drin. Dann würde ich sagen, da gibt's eine neue Quest. Aber ich würde erstmal gerne das hier machen. Da müssen wir erstmal super stark werden mit Clayface. Okay, nee, das war nicht der Plan. Wie es aussieht, kann ich das hier doch nicht benutzen. Die Dinge werden sich hier ändern. Jetzt kannst du es doch benutzen. Und dann brauchen wir Ravon. Nun, welche dunklen Kräfte brachten mich her? Okay, das kannst du nicht. Dann geh du mal auf Cheetah. Ja, können wir nämlich dieses
Lantern-Zeug raus. Kannst du gleich aufbauen. Also wie komisch das Raven so aussieht. Sieht einfach aus, als wäre so ein havernes Ding nur. Was zur Hölle war das denn? Okay, sie kann fliegen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir haben jetzt nämlich diese Quest hier neu. Und vielleicht kann ich auch noch was dazukommen. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir einfach diese Quest hier noch. Was bist du? Keine Ahnung, wahrscheinlich Charaktereditor. Ja, wir machen erstmal die Quest in unserem Gebietchen hier. Und wenn wir das dann gemacht haben, machen wir weiter mit der Story. Also ich denke, das hier dann kurz am Anfang des Parts machen und dann hier dann weitermachen. Ist ja mit dem Burschen, wer auch immer du bist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.